Hi, hier ist die Melli und in diesem heutigen Video verrate ich euch vier Dinge, die ich von Sophia Thiel gelernt habe. Bleibt dran! Hi und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Auf meinem Kanal gebe ich dir Tipps, Tricks und Strategien, wie du abnimmst, dich dabei wohlfühlst und auch gesund bist. Und ja, das alles ist auch möglich. Wenn dir das zusagt, wenn dir das Video gefallen hat oder meine Art dir gefällt, dann klick doch einfach jederzeit unten auf dem roten Abo-Box und du hast meinen Kanal kostenlos abonniert, denn ich mache für dich zweimal pro Woche freshe Videos wie diese hier. Und in diesem Video möchte ich ein bisschen über die Sophia Thiel reden. Das ist die ziemlich berühmte junge Fitness-YouTuberin und die vier Dinge, die ich von ihr übers Abnehmen im letzten Jahr gelernt habe. Let's dance! Lektion 1. Setze dir ein Ziel. Wichtig beim Abnehmen ist die Zielsetzung und die Sophia Thiel hat sich zum Ziel gesetzt, eine bayerische Meisterschaft zu gewinnen im Punkto Bikini-Model und Fitness-Model sein. Das heißt, dementsprechend hat sie dann ihren Trainingsplan und ihre Ernährung umgestellt. Und in ihrem Transformationsvideo, das schon über 3 Millionen Mal angeklickt wurde, geht sie auch näher darauf ein, dass es auch wichtig war, sich ein Ziel zu setzen. Wenn das jetzt zum Beispiel nicht dein Ziel ist, sondern du möchtest, so wie ich, zwei Konfektionsgrößen abnehmen, dann wirst du dementsprechend deine Ernährung anders gestalten, als sie Sophia Thiel das gemacht hat und auch anders Sport machen wie sie. Wichtig ist, dass man weiß, wohin die Reise gehen soll. Und wenn du weißt, was du abnehmen möchtest und am besten noch warum, dann kannst du dir einen Plan machen, wie du das am besten schaffst. Wenn du sagst, du möchtest einfach abnehmen, aber du hast kein konkretes Ziel, wirst du es dir leider erschweren, dorthin zu kommen. Und womöglich wirst du gar nicht die richtigen Schritte tun, um dahin zu kommen, weil du nicht weißt ganz genau, was du willst und dann auch nicht weißt ganz genau, was du machen musst. Also Lektion Nummer 1, was ich von Sophia Thiel über das Abnehmen gelernt habe, ist, setze dir ein Ziel. Lektion 2, um dieses Ziel schnellstmöglich und bestmöglich zu erreichen, ist, dass man sich einen Mentor sucht. Sie hat sich den Erchan gesucht, das ist ein Bodybuilder, der schon jahrzehntelang Erfahrung hat und sie hat in ihrem Transformationsvideo, das werde ich auch unten verlinken, gesagt, dass erst als sie mit ihm so richtig gut zusammenkam und zusammengearbeitet hat, hat ihr Körper sich nochmal so hingehend verändern, wie sie es wollte. Das heißt, wenn du abnehmen möchtest, dann bitte frage nicht deine Freundin oder deine Mutter oder deine Schwester, die schon mehrere Diätversuche hinter sich hat und trotzdem immer wieder zugenommen hat. Du musst jemand fragen oder auf Social Media jemand anhauen, jemand folgen, vielleicht hast du auch jemand in deinem Umkreis, der einmal abgenommen hat und das Gewicht auch gehalten hat. Das ist wichtig. Dieser Mensch kann für dich ein Mentor sein. Es können auch YouTuber ein Mentor für dich sein. Wichtig ist nur, dass du deine Ratschläge holst von jemand, der das bereits schon erreicht hat, was du auch erreichen möchtest. Let's dance! Such dir einen Mentor online oder offline, der schon das Ziel erreicht hat. Lektion Nummer 3, die ich von Sophia Thiel über das Abnehmen gelernt habe, ist, es geht nicht nur um das Äußere. Also wenn man ihre Videos guckt und wenn man so schaut, was sie für Themen, natürlich bringt sie Ernährung und Fitness und Rezepte und so weiter, aber immer wieder bringt sie Videos, wo sie erzählt, wie sehr sich ihr Mindset geändert hat, also ihre Denkweise über sich selbst und was eigentlich in ihrem Kopf vorgehen musste und Klick machen musste, damit sie so eine krasse und inspirierende Transformation überhaupt durchmachen musste. Und es geht wirklich nicht nur um das Äußere. Es geht darum, was für ein Mensch man wird in der Zeit, wo man nach seinem Ziel greift sozusagen. Das heißt, man ändert sich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich und am besten zum Positiven, indem man ja neue Sachen lernt. Also wenn man was verändern möchte in seinem Leben, wird man automatisch sich Informationen suchen, neue Dinge lernen, neue Gewohnheiten sich aneignen
Und das ändert einen von innen nach außen. Und dann kann man das von innen nach außen ausstrahlen. Also wichtig beim Abnehmen, es geht nicht nur, wie du aussiehst und um deinen Körper und dass du geliebt wirst von anderen. Es geht darum, den Prozess, was für ein Mensch wirst du, während du auf deinem Ziel hinzuarbeitest. Die vierte Sache, die ich von Sophia Thiel über das Abnehmen gelernt habe, ist, dass man sich sein Leben designen und kreieren kann. Sie ist noch sehr jung, ich glaube seit 2 Jahren aus der Schule raus, und was ich gemacht habe, was viele in der Zeit gemacht haben, entweder studieren, tust Familie gründen oder du machst eine Ausbildung. Und Sophia Thiel zeigt, dass du weder noch das machen musst. Du kannst dir irgendwas aufbauen, online, über Social Media, einen YouTube-Kanal und daraus ein Business machen. Sie hat ja im Prinzip das gemacht. Sie hat sich ein Business aufgebaut, sie hat Programme, sie kommt mittlerweile auch im Fernsehen vor, man sieht sie in der Werbung, und sie hat sich praktisch ihr Traumleben kreiert und designt. Und sie hat auch nicht nach Erlaubnis gefragt, darf sie das machen, sondern sie hat gedacht, ja, ich möchte das machen, das ist mein Ding und ich setz es um. Und das finde ich cool, das ist sehr inspirierend, das zeigt, dass es auch möglich ist. Es gibt heutzutage viele Möglichkeiten, die nicht so wie das Establishment sind, die ein bisschen gegen den Strom gehen, aber dadurch kann man lernen, sein Leben so zu kreieren, wie man es möchte. Und man macht dann einfach das, was man selber will und nicht, was alle anderen einen sagen. Und das ist auf jeden Fall sehr inspirierend von Sophia Thiel. Und das ist die vierte Sache, die ich von Sophia Thiel gelernt habe. Ist jetzt nicht primär übers Abnehmen, aber allgemein über das Leben. So, das waren die 4 Dinge, die ich von Sophia Thiel übers Abnehmen gelernt habe. Nochmal kurz zusammengefasst, setze dir ein Ziel, wenn du abnehmen möchtest, damit du weißt, wohin die Reise geht. Suche dir einen Mentor, der Ahnung hat von dem, was du machen möchtest, und der am besten schon da ist, wo du hinkommen möchtest. Nehme die Ratschläge dann von demjenigen auch an. Es geht nicht nur um das Äußere, wenn du deinen Körper änderst und transformierst. Es geht darum, zu was für einem Menschen du wirst und wie du eine bessere Version von dir selber wirst. Und es geht darum, dass du dadurch dein Leben kreieren kannst und designen kannst, wie du es möchtest. Du musst nicht um Erlaubnis dazu bitten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bewerte das Video doch mit einem Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, denn ich bringe, wie gesagt, 2-mal pro Woche fresh Videos raus mit Tipps, Tricks und Strategien, wie du abnimmst, dich dabei wohlfühlst und gesund bleibst. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Eure Melli. Ciao, ciao.